Hallo Leute, was geht ab heute? Hier, ich bin Georgi, ich bin ein schlechter Fahrer, ich bin wirklich ein schlechter Fahrer. Hier fahre ich gerne in Deutschland, aber leider baue ich sehr oft Unfälle hier. Ich bremse auch für Kinder, aber manchmal nicht. Da meine Koordinationen manchmal ab und zu sehr schlecht sind. Wenn ich zu lange fahre, bin ich zu unkonzentriert und dann werde ich auf einmal müde. Deswegen brauche ich mehr Koordination, brauche ich mehr Übung. Hey Leute, ihr seid schon wieder da. Hier habe ich was Neues auf meinem Handy, dieses Spiel Quackran. Das hat mir ein Freund empfohlen. Mega geil, ey. Also das mega geilste Spiel auf der ganzen Welt. Guck mal, jetzt habe ich wieder ein Highscore geschossen hier. Super hammer geil. Bam, bam, bam. Jetzt habe ich auch meine Koordination auch viel verbessert. Jetzt werde ich nicht so schnell müde. Jetzt bin ich auch viel mehr konzentriert und jetzt baue ich keinen Unfall mehr. Hallo, ich bin der Alex und ich spiele liebend gern Tischkicker. Aber das Problem ist, ich beherrsche es nicht so gut. Zuletzt dachte ich, ich wäre der Größte, aber da habe ich mal gegen meine kleine Schwester gespielt und die hat mich an die Wand gespielt und ich habe 9 zu 0 verloren. Das ist die bittere Wahrheit, aber ich versuche jetzt daran zu arbeiten. Boah, ich hoffe, dass ich nach diesem Spiel jetzt viel stärker bin. Ich glaube, ich bin jetzt unschlagbar. Mein Reaktionsvermögen ist so stark geworden. Ich bin, glaube ich, echt jetzt der Beste. Jetzt mal sehen, was das Spiel an sich gibt. Ja, ich sehe schon, es läuft schon viel besser. Ja, komm schon, das packe ich noch. Ey, das Crackdown-Spiel ist richtig geil. Dadurch wird meine Reaktion echt viel besser. Weil jetzt habe ich auch eine reale Chance gegen meine kleine Schwester, weil dadurch werde ich echt stark, schön beweglich, jawohl. Nächstes Mal sieht die Welt ganz anders aus. Leute, meine große Leidenschaft ist das Kochen. Ich liebe es und ja, ich gestehe, es schmeckt auch immer sehr gut, wenn ich koche. Mein Schwachpunkt? Die Motorik. Ich schaffe es, kein Gericht zu machen, ohne mir mindestens dreimal in die Finger zu schneiden. Ich weiß auch nicht. Die Leute wollen mittlerweile nicht mehr von mir essen, weil überall das Blut liegt. Naja, da muss man irgendwas machen, oder? Gleich habe ich es geschafft. Ach, verdammt. Oh, ja, ich spiele gerade ein neues Spiel. Quack Run heißt es. Das ist so toll. Und das macht mich echt süchtig. Also, es trainiert meine Motorik so gut. Seit ich dieses Spiel habe, glaubt ihr es kaum, in keinem von den Gerichten ist mir mein Blut. Ich habe mich kein einziges Mal seitdem geschnitten. Einfach super. Und natürlich freuen sich auch meine Freunde, wenn wir zusammen kochen, dass sie nicht immer Pflaster holen müssen. Also dieses Spiel ist echt für jeden, der ein bisschen motorisch, ein bisschen lernen möchte und einfach sich steigern will in allem. Einfach genial, das Spiel.